Hallo liebe Pfeifenfreunde hier auf YouTube von Badonius Pfeifentagebuch. Nach längerer Abwesenheit möchte ich mich mal wieder zu Wort melden. Ich hatte jetzt beruflich und privat einiges zu tun und habe das auch weiterhin. Ich habe einfach doch auch in den letzten 6 Monaten der Pfeife zuliebe viele Dinge sträflich vernachlässigt und die kommen nun mit Gewalt auf mich zurück, wollen nachgeholt werden und auch Perspektiven wollen ergriffen werden für die weitere Zukunft. Ich konnte aus diesem Grund einfach nicht so teilnehmen, wie ich das gerne gemacht hätte. Jetzt auch nur ein kleines kurzes Video. Ich bin schon wieder am Sprung auf eine kleine Reise und wollte ein Lebenszeichen von mir geben und mich auch auf diese Weise zurückmelden. Ich bastle seit Wochen an der Latakia-Geschichte herum. Es geht da um eine Auftaktfolge, mit der ich mich im Allgemeinen mit Latakia beschäftigen möchte. Und da gibt es ein paar Fragen, die ich mir bisher nicht beantworten konnte. Das lässt mir keine Ruhe. Das ist auch mit ein Grund, warum von mir länger nichts zu hören war. Ich zweifle langsam daran, ob diese Fragen gelöst werden können. Trotzdem, ich will das noch ein bisschen vor mir herschieben und sehen, was dabei herauskommt. Dann habe ich auch diese sonderbare Erfahrung gemacht, dass plötzlich Tabake, die einem schmeckten, nun nicht mehr schmecken. Das mag vielleicht mit dem Wandel der Wechsel der Jahreszeiten zu tun haben. Das hat man ja schon öfters gehört und wird auch immer wieder gern beschrieben, dieses Phänomen, dass einem Sommer beispielsweise Tabake, die einem geschmeckt haben, im Winter nicht mehr schmecken. Also Sommertabake, Wintertabake, so in der Art. Also ich tatsächlich habe einige sonderbare Erfahrungen gemacht, zum Beispiel hier mit diesem Tabak, Bentley Old London, den ich mal vorstellen wollte, der mir ursprünglich hervorragend geschmeckt hat, momentan aber für mich gar nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und auch das lässt mich sehr schwanken in dem Vorhaben, Reviews zu machen. Ich muss mal sehen, wie sich das jetzt einfach entwickelt und diesen Tabak und auch andere weiterhin probieren. Ich möchte euch an dieser Stelle 2 Tabake kurz vorstellen, die sich jetzt im Sommer oder im beginnenden Frühjahr und Sommer für mich als Reißer herausgestellt haben. Ich habe mir bei Mozzeg hier unter anderem den 32er bestellt. Hab die Dose jetzt kürzlich aufgemacht, ist eine 100-Gramm-Dose und muss sagen, ich habe diese 100-Gramm-Dose jetzt fast schon in kürzester Zeit aufgefressen. In 1, 2 Wochen, glaube ich, habe ich die geleert, weil ich habe sie dann fast andauernd geraucht. In dem Tabak hier sind Curly-Stückchen drin, es ist Cavendish drin. Der Tabak hat eine insgesamt sehr angenehme dänische Note, weniger Aromat, mehr klassischer Däne und finde, dass es ein relativ angenehmer, leichter, sommerlicher Tabak ist. Die Dose, wie gesagt, ist bei mir jetzt so schnell leer geworden. Es ist insgesamt so ein kakaoiger Geschmack des Tabaks, so als Grundnote da zu verspüren. Ich glaube, drin ist Cavendish, Virginia und eben die berühmten Curly Schnitten von Mozzeg. Den würde ich den Freunden der dänischen Richtung ans Herz legen wollen, unbedingt. Und dann habe ich, als ich da kürzlich in Hamburg war, eine interessante Entdeckung gemacht, und zwar der HH Mature Virginia von McBaren. Dieser Tabak hat es mir besonders angetan, weil er ein hochinteressantes Aroma hat. Ich mache die Dose jetzt auf, ich muss nicht mal die Nase, den Rüssel hineinhalten und schon kommt dieser hochinteressante Geruch von einem Olivenhain oder von einer aufgebrochenen Olive, wenn ich das Fruchtfleisch rieche, das ist hier extrem stark aus der Dose zu vernehmen. Das ist nicht mehr so extrem stark dann im Rauch des Tabaks. Also wir haben es hier mit einem gereiften Virginia zu tun.
Sehr interessant auch, wenn man sich das hier näher anschaut. So kommt die Dose und so ist auch jede Dose. Also den Reifungsprozess, den kann man hier am Durchschlag des Tabaks im Papier feststellen. Und dieser ölige Charakter, der wird sehr schnell deutlich, wenn man sich dann hier mal dieses Blatt, dieses Deckblatt anschaut. Das ist sozusagen durchtränkt. Man sieht richtig, wie fettig, ölig sozusagen das rüberkommt. Und wie sich hier die gereiften Virginia-Blätter hinten dranhängen. Es ist ein sehr geringer und eigentlich meiner Meinung nach nicht spürbarer Latakia-Anteil drin. Ich habe das nochmal bei McBaren nachgefragt gehabt, weil das nicht in den Angaben aufscheint. Aber es wurde mir bestätigt, dass Latakia drin ist. Der Tabak ist, würde ich sagen, mittelstark bis fast für meine Begriffe eher leicht. Er lässt sich also sommerlich, finde ich, sehr schön rauchen. Der Olivengeschmack oder Geruch, der da einem entgegenschlägt, ist im Rauch nicht mehr so stark vorhanden. Aber er fasziniert mich eben vom Geruch her. Und im Rauch ist es ein sehr gutmütiger und eigentlich auch wohlschmeckender Virginia-Tabak. Er ist feucht auch, also diese Öligkeit und Feuchtigkeit im Deckblatt, die findet man schon auch, wenn man da hineingreift. Aber er lässt sich sehr, sehr gutmütig rauchen. Und was man den McBaren-Tabaken oftmals nachsagt, dass sie sehr bissig wären, das kann man bei dem HH Mature Virginia so überhaupt nicht feststellen. Der also wäre auch mal eine Empfehlung, ist halt immer die 100-Gramm-Dose bei McBaren. Aber ich glaube, sagen wir mal, wer diese herbe Note von Olive mag, die dann wie gesagt im Rauch nicht mehr vorhanden ist, sondern dann eben eher der reife Virginia-Geschmack, für den könnte das was sein. Gut, jetzt wie gesagt bin ich auf dem Sprung. Ich kündige noch ein Langzeitexperiment an und zwar, Momentchen mal, nee, lassen wir es. Momentchen mal, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Kürzlich war ich im Supermarkt und habe hier diese böse Flasche Dan Chlorix gesehen. Und habe ich mir gedacht, naja, die nehme ich jetzt mal mit. Und bevor ich jetzt eine Woche ungefähr weg bin, möchte ich noch ein Langzeitexperiment starten. Und zwar werde ich jetzt hier in diese Schüssel dann Chlorix einfüllen. So. Und in diese Schüssel gebe ich jetzt hier von dieser Oldenkopfeife mit dem Durchbrenner und dem nutzlos gewordenen Mundstück einmal das Mundstück hinein. Plumps. Und den Pfeifenkopf schmeiße ich auch gleich noch rein. So, und da machen wir jetzt mal ein Langzeitexperiment draus. Ich bin jetzt, wie gesagt, am 26. wieder da. Werde das jetzt mal schön bedecken. Und am 26. werden wir dann mal schauen, was mit dem Mundstück passiert. Gut, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns Ende des Monats wieder. Dann werde ich wahrscheinlich auch den LOL des Monats und hoffentlich endlich auch vielleicht Anfang Juni dann das Latakia-Video der Latakia-Reihe, das erste, nachreichen. Macht's gut, haltet euch wacker und raucht schön Pfeife. Bis später, bis dahin. Ciao.